Aufgrund einer Einbruchserie in Vogelsang sind Heidi Matera und Jule Polanski zur Kontrolle in dem Wohngebiet unterwegs. Dabei entdecken die Beamtinnen eine junge Frau, die offenbar Hilfe benötigt. Hallo, vielleicht können Sie mir helfen. Hallo. Ich war mit meiner Mutter verabredet. Ja. Sie macht die Tür nicht auf und ich habe Schreie gehört. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt reinkomme, weil ich keinen Ersatzschlüssel dabei habe. Okay. Also, es war ganz ungewöhnlich. Also, Sie sind verabredet? Ich habe mit ihr telefoniert. Ja, ich wohne auch nur um die Ecke. Ja. Es geht einfach niemand an die Tür und ich sehe im Fenster nicht. Die Garagentür zum Garten ist abgeschlossen. Da allerdings Gefahr in Verzug ist, verschaffen sich die Beamtinnen gewaltsam Zutritt. Oh, da liegt jemand. Was? Oh. Also ist Funk? Oh, ist angelehnt zum Glück. Oh, wo? Mama? Hallo? Hallo? Ich geh grad mal hier rum. Oh, nein. Hallo? Was ist hier passiert? Lebt auf jeden Fall noch. Ich hol mal ein RTW. Nachdem der Rettungsdienst informiert wurde, entdecken die Polizistinnen neben dem Opfer die Tatwaffe. Sie befürchten, dass der Täter noch vor Ort ist. Kerzenständer? Ist hier noch jemand im Haus? Wissen Sie das? Sind Sie angegriffen worden? Ja. Ja? Was? Okay, anscheinend niedergeschlagen, weil hier sind auch Blutspuren drauf. Ne? Nicht, dass Sie noch, haben Sie irgendjemanden hier aus dem Haus laufen sehen? Irgendjemand draußen nein, in der näheren Umgebung nein, oder so? Nein, gar nicht. Wollen Sie einmal hier meine Position einnehmen und ich schaue mich mal hier nach. Wir gucken uns beide mal um. Ich meine, durch den Garten kann man ja nicht, zwar jetzt hier bleiben Sie ganz ruhig liegen, ja? Ihre Tochter ist da. Kein Problem, ja? So, wir haben auch schon einen Rettungswagen gerufen für Sie. Ist schön, unterwegs. Schön liegen bleiben. So. Guck mal hier. Was wir hier haben, so eine Geldkassette. Ja. Ein Bild. Das ein ist doch Bild. Die Dame hier, oder? Ja, ist das ist die Tochter. Okay. So wie das aussieht. Geld. Okay, komm. Da ist ja alles gedeckt. Aber guck mal hier. Hey, guck mal. Ja. Ich hab's auch gerade gesehen. Einmal reingedapst. Ja, voll die Blutspuren. Folgen wir mal. So. Hallo? Da hat aber jemand ganz schön geblutet, oder? Hallo? Hallo? Oh, okay. Hallo, ist da jemand drin? Okay, ich geh jetzt rein. Ja. Eins, zwei. Hallo? Oh, da liegt noch einer. Hier. Hallo? Hören Sie uns? Hallo, der Herr. Hallo? Hallo? Hallo, können Sie uns hören? Gut, Rettungswagen kommen, da haben wir noch zwei. Ja, und? Puls ist. Atmet. Ja? Ja. Okay, komm mal her, wir legen den Rad mal. Mann, hier ist auch scheißeng. Ja, es ist fürchterlich eng. Magst du mal gucken, ob die draußen schon kommen vom Notarzt? Ich guck mal, ja. Ich lege hier noch mal eine stabile Seitenlage. Ja. Der mysteriöse Fremde ist deutlich schwerer verletzt als das Opfer im Wohnzimmer. Was sich hier zugetragen hat, ist ein Rätsel. Wir wollten gerade rumhieven, hier ist aber ziemlich eng. Ich gehe mal raus und lasse euch hier schaffen. Okay. Also er schrägt sich gar nicht, gar nicht? Ansprechbar. Nee. Okay. Ja, lass mal ihn da mal arbeiten. Ja. Zwei schwer verletzte Personen in verschiedenen Zimmern. Das scheint darauf hinzudeuten, dass es höchstwahrscheinlich noch einen flüchtigen Täter gibt. Ja, genau. Ja. So, das soll sie mal erzählen. Wie geht's ihr soweit? Ja, sie ist ansprechbar, hat Schmerzen am Kinn. Ja. Mhm. Was jetzt gemacht ist? Okay. Ja, wir haben hier so einen Kerzenständer da gefunden. Frau Köhler, eine Frage ganz kurz. Ja. War eine Person hier in der Wohnung oder mehrere? Eine. Eine, gut. Wir haben nämlich eine Person gerade im Badezimmer gefunden, bewusstlos. Das ist ein Verbrecher. Das ist ein Verbrecher. Der hat einen Schornsteinfeger. Ja, der Schornsteinfeger ist das. Ja. Was? Warum ist der Verbrecher? Meine Tochter. Ja. Ne? Ja. Ja. Wir kommen sofort noch mal zu euch. Ja. Meine Tochter hat mich angerufen, die wollte Kaffee trinken kommen. Mhm. Ich alles fertig und da hat die geklingelt. Ja. Und da kommt der Schornsteinfeger. So, das ist eine neue, der hat einen neuen Bezirk hier, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ist okay, da kommen wir rein. Meine Tochter kommt ja jetzt auch, hatte ich ja auch keine Angst. Weil man hört ja viel in den Medien, ne? Ja. Dass solche Leute falsche unterwegs Handwerker sind. Richtig. Sowas, ja. So, auf jeden Fall habe ich doch gefragt, ob ich das Kaffee will. Ich bin noch so blöd. Und da sagte ja, da habe ich Kaffee gemacht. Ich komme rein, da ist er da mit dem ganzen Geld. Und da habe ich den Kerzenständer genommen und habe ihm der für den Kopf gehauen. Oh. Und dann ist er aufgestanden und hat mir voll hingeschlagen. Der hat mich ausgenockt. Okay. Das ist ein Verbrecher, das sage ich Ihnen. Also sozusagen mit dem Kerzenständer haben Sie genommen zum Schlagen? Ja, klar. Ich habe das Beste genommen, was ich kriege. Okay, also Sie haben Puff gehauen und er hat dann eine zurückgegeben. Ja, der hat mich ausgenockt. Oh. Volle Kanne. Ausgenockt. Ja. Ja, gut.
Das, ja, hallo. Okay, so, dann müssen wir jetzt... Also der hatte sozusagen, da ihr war an ihrer Geldschatulle da dran. Also wir haben ja schon gesehen, dass... Ist das Geld noch da? Das Geld ist da noch ist da. Da ist eine Menge Geld, und, ja. Das Foto von ihrer Tochter lag nämlich auch draußen. Ja, ich habe nur das Geld gesehen, der wollte mich eltern. Komm mir nachher in Ruhe, alles gut. Dann würde ich sagen, wir überprüfen jetzt mal den Mann. Vielleicht können wir irgendwie einen Ausweis irgendwie mal gucken, was das ist. Ist der Mann tatsächlich Schornsteinfeger oder hat er das Vertrauen der Hausbesitzerin ausgenutzt? Hat er irgendwie, kannst du mal in die Tasche gucken, ob der vielleicht was in den Ausweis hat, eine Brieftasche oder so? Da hilft uns das vielleicht schon mal ein bisschen weiter. Telefon. Gar nichts. Guck mal, hier ist ein Dienstausweis. Das ist schon mal was Gutes. Ah, guck schon, Schornsteinfeger. Ist auch tatsächlich eine. Weißt du was, ich rufe jetzt mal an. Für uns war es jetzt natürlich wichtig, ist es jetzt ein echter Schornsteinfeger? Und drum haben wir jetzt zum Glück auch einen Ausweis gefunden. Gutes Kärtchen kann jeder machen, ne? Aber da steht eine Nummer drauf und da haben wir jetzt nochmal nachgefragt über die Zentrale. Die hat uns die Auskunft ergeben. Es ist alles okay, er ist wirklich Schornsteinfeger. Es liegt auch gar nichts vor in Pol. Also alles super. Eine kleine Entwarnung haben wir vielleicht für Sie. Also der Herr ist auf jeden Fall Schornsteinfeger. Also nicht Schornsteinfeger. Er ist auf jeden Fall Schornsteinfeger. Er hat einen Ausweis einstecken. Wir haben auch gerade über unsere Zentrale abgeklärt. Termin bei dir? Ob er wirklich Schornsteinfeger ist. Was macht er dann an meiner Glasvitrine? Das kann man Ihnen noch nicht sagen. Er ist bis jetzt noch nicht bei Bewusstsein. Aber ich hoffe, vielleicht passiert das gleich noch mal, dass wir noch ein paar Wörter mit ihm schnacken können. Wir können ja noch mal ins Auto dann reingucken. Ja. Auf jeden Fall, wir haben ihn überprüfen lassen. Er ist wirklich schornsteinfähiger. Es liegt auch gar nichts gegen den Mann vor. Also es ist wirklich echt. Jetzt bin ich platt. Vielleicht hat er seine Berufung verloren. Der ist bei mir an der Strecke. Mein Geld, was macht der denn da? Ja gut, da gucken wir jetzt noch mal. Der Ansprechpartner. Ach ja, der Herr Wellenberg. Ja. Hat den Schornsteinfeger das offen herumliegende Geld schwach werden lassen oder sprechen die Fakten nur gegen ihn? Herr Wellenberg. Sie wissen, wie Sie heißen? Ja, klar. Wie heißen Sie denn? Peter Wellenberg. Ja, gut. Können Sie uns was sagen, was Ihnen passiert ist? Sie hat mir voll ein übergebraten. Ja, das haben wir schon mitbekommen mit dem Kerzenständer. So, was haben Sie denn da gemacht? Weil da lag jetzt Geld rum und sie hat sie angeblich erwischt an der Geldschatulle. Ich habe doch nur dieses Foto von dieser schönen Frau da in der Vitrine. Da war noch ein Bild von der Tochter der Dame, ja? Ja, diese Blonde da. Ja, aber was machst du dann an meinem Schrank? Du hast an meinem Schrank nichts zu suchen. Und diese Schatulle da und ich wollte auch ein bisschen aufräumen. Also die haben sie runtergestoßen, gestummt. Ja, bin ich auch versehentlich. An diese Geldschatulle und es ist alles rausgefallen, als ich das Bild angeguckt habe. Ja, genau. Oh. Das Bild von der Jungfrau Köhler, sozusagen. Ne? Gucken Sie mal, die Dame hier, gucken Sie mal rum. Hm? Ist sie das auf dem Bildschirm? Ist sie, ne? Ja. Das ist die schöne Frau. Und deshalb ist sie an meinen Schrank. Da hast du ja nichts dran zu suchen. Hättest mich fragen können, hätte ich das Bild gezeigt. Ah, du Irre. Wir kriegen es jetzt, wir können uns das bisschen so zusammenreimen. Ja. Jetzt kommen Sie erst mal wieder auf den Damm. Wir werden Sie sowieso noch mal befragen, ne? Aber jetzt für die ersten Erkenntnisse haben wir das ja schon mal. Ja. Gut. Alles klar. Sie kriegen noch mal Post von uns. Wir besuchen Sie noch einmal, gell? Ne? Und gucke, dass man sie bald auf die Reihe kriege. Ja, es ist ja leider so im Umlauf, dass viele Handwerker so als Betrüger auftreten. Gibt auch natürlich auch welche als Polizeibeamte und so. Ist eine ganz große Masche derzeit. Wenn man sich nicht sicher ist, ob der Ausweis jetzt echt ist, dann einfach mal dort anrufen oder uns anrufen, damit wir das für die Leute überprüfen und alles ist gut. Herr Schornsteinfeger, das tut mir leid. Also das wollte ich nicht. Ich wusste ja nicht, dass sie wirklich... Das haben ja nur mein Geld gesehen, ne? Also das wollte ich wirklich nicht. Das war wirklich ein Missverständnis. Das tut mir echt leid. Dass ich das gemacht habe. Aber Sie müssen mich auch verstehen, wenn Sie mich da sehen, wie ich Ihr Geld da abhebe. Ne, das geht ja nicht. Ja, das war jetzt ein dummer Zufall, aber Sie kommen jetzt erstmal wieder auf die Beine, ne? Und dann klären Sie das, dann haben Sie vielleicht nochmal ein Gespräch zusammen. Normalerweise haben Schornsteinfeger Glück, heute leider Pech. Nee, heute hat er Leid. Der Schornsteinfeger und die ältere Dame haben die gegenseitigen Anzeigen wegen Körperverletzung fallen gelassen.